Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein, richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. So, musste eben kurz telefonieren. Wenigstens wurde zum richtigen Zeitpunkt mal angerufen, zur Abwechslung mal. Nein, ich wollte darüber, Ezio. Mitten in der Zwischensequenz. Ist natürlich besser, als wenn... Wow. Öffnet das Tor! Uiuiuiui. Der Generalhauptmann reist nach Uiuiuiui. Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Ja, das wird er. Aber drauf geschissen. Ja, runter mit dir, ne? Und rüber und noch einen runter und jetzt rüber. So geht's. Ah, aber ich find's schön, dass man hier so gut klettern kann. An dem Turm. Haben die Bauer sicher nicht mit gerechnet. Und damit sicher auch nicht. Öffnet die Zelle. Okay. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Ja, so ganz normal scheint die Olle nicht zu sein, da die Bitch. Aber das ist, denke ich, auch egal. Sie wird eh nicht lange überleben, sag ich mal. Befürchte ich. Ich glaube nämlich, sie ist das nächste Ziel. Cesare, nicht Cäsar, ist ja weg. Von daher... Uiuiuiuiuiui. Bleibt nicht viel anderes übrig. Und deswegen... würde ich mal sagen, klettern wir jetzt mal hier hoch. Zack. Ey, mal nicht so aggressiv hier. Stinkendes Kleinkind. Na, tut's weh? Bam. Erledigt. Na, wollen die hoch? Nee, gut. Dann kann ich weiter in Richtung Zielpunkt klettern. Oh, da oben muss ich noch rauf. Da ist das hier so ein Schiff. Das sieht aus wie ein Schiff. So, das sieht doch nach einem guten Weg aus. Oder auch nicht. Hier geht's weiter. Und wahrscheinlich kann Katharina gleich nur noch humpeln. Sie hat es ja aufs Bein bekommen, offensichtlich. Ah, dass wir sie dann hier wieder beschützen müssen, während sie abhaut praktisch. Und wahrscheinlich kann sie dann auch nicht so schnell, das wird wieder ein bisschen stressig. Genau wie das Hochklettern hier. Alter, was für ein Turm, was für ein Turm hier. Ziemlich dickes, langes Ding. Ach ja. So, wenn ich richtig sehe. Und ich hoffe, ich tue es einfach mal. Dahin. Wusch. Das war doch ein schöner Sprung. Und runter geht's. Runter. Das war geil, so aus der Rolle. Ey.
Bam! Und tschüss, Junge! Platsch! Da ist er nur noch ein Haufen Scheiße. Das war vorher schon, jetzt ist er ein matschiger Haufen Scheiße. Du hast mich nicht gesehen, ich bin gar nicht da. Ja, schön, da sind wir im Turm drin. Und auch hier setzt sich die Spur von Leichen fort, die unseren Weg pflastert. Oh, mein Rücken. Bitte, könnt ihr mir diesen Wasserkrug reichen? Ich komme nicht heran. So, jetzt muss ich die wahrscheinlich plündern oder so. Oh, 1400 hat das gebracht. Was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucretia. Also fürchte ich nicht. Weißt ja. du, wo sie ist? Dann wird sie wohl bald sterben. Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, wie auch. Den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucrezia Borgia besorgen. Nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Okay, das scheint wohl ein ziemlich harter Kampf hier zu werden. Wir haben volles Leben und damit geht's dann gleich bergan. Sie haben E-Mails erhalten. Okay. Muss ich mal dran denken. Irgendwie laufe ich jetzt nach unten, ne? Gibt es auch einen Weg nach oben? Ich gucke einfach mal, wohin der Weg mich führt. Das hier scheint eher gar nichts zu sein. Scheiße. Gut, wir sind ganz unten. Wir müssen nach oben. Also nehme ich jeden Weg nach oben. Und das ist hier und dann hier. Und dann hier lang. Nice. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte. Oh Gott. Du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht frisch verbitten? Okay. Er brachte meinen Mann um. Oh. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir. Aber das soll uns nicht stören. Nicht? Ich hüte unser Geheimnis. Was war das? Was war das? Die Tauben! Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Und die Tür war offen? Toll. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, toll, deswegen macht sie das. Ach, Gottes Willen, so eine Verrückte. Dann konfrontieren wir die Gute mal. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Och, ruft sie die Wachen. Tempo, ich Eccolo! Tempo, packt ihn! Ihr vergeudet meine Zeit. Na los, komm her. Bam! Nummer 1. Nummer 2. Ja, schöner Trick. Na los, komm her. Na los. Zack! Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. So viel dazu. Na los, komm schon. Zack, da haben wir sie. Okay. Ach, kommt schon. Ihr habt doch eh keine Schnitte, wenn ich euch auskonter. Mag etwas überpowered sein, das Kontern, aber es gefällt mir. Ach, komm schon, Bobo. War der falsche, aber so, die Sicht ist nur gerade ein bisschen kacke hier. So ist besser.
Gut, die Klinge geht ein bisschen daneben, aber... Naja, es sieht trotzdem gut aus. Ich kill die alle nur durch Kontern. Ja, lauf! Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Oh, ja. Ach man. Was? Wie hätte ich sie denn aufhalten sollen? Alter, warum... Die hätte ich einfach abstechen müssen. Das wäre viel einfacher. Sie ist geflohen. Oh. Super, ey. Bullshit. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Bin ich hier richtig? Nee, falsche Seite, ne? Ja, andere Seite haltet muss ich hin. Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Ja, ist alles Definitionssache. Du bist ein toter Mann! Ora! Ach komm schon, schieb ab. Bam! Oh, guck mal, der da hinten. Ich hau die Luft! Böse Luft! Zack, damit haben wir ihn. Oh Gott. Da ist er. Alter. So, und ich hab die. Zack, ja, genau. Blöde Kuh, bleib stehen! Na, schade. Klappt nicht so ganz. Wisst ihr, was auf den Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Ja. Die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Jo. Oh, schreit die blöde Kuh. Zack. Oh, Mann, die geht mir so auf den Sack hier, ne? Dass ich die immer wieder einfangen muss. Warum einfach mit einem Knüppel eins überbraten? Schön den Schädel zum Matsch verarbeiten. Ich meine, wozu brauchen wir sie als Geisel? Ist doch scheißegal, einfach killen. Einfach killen und dann den Schlüssel nehmen. Fertig. Ist das so schwer? Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Och Mann, ey, ist sie irgendwie dumm oder so? Oh, und schon wieder crasht sie rum. Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Mm. Ja, wir sind, das ist unter unserem Niveau zu antworten. Alter, will die mich irgendwie verarschen? Die Unwissenden sind leichte Ziele. Ja. Was soll's? Aus. Meine Worte sind vergeudet. Ipokrita. Ipokrita? Was auch immer das heißen mag. Falsche Richtung. Ach, komm schon. Schön hier geblieben. Hoffentlich bin ich hier richtig. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Da lang nicht. Scheiße! Wo waren das noch gleich? Da oben runter die Treppe. Ich. Oh, komm schon. Bam, schön umgenietet. Nein, auch da nicht. Scheiße, Mann. Dann war es doch Treppen hoch und dann da runter. Oh, verdammt. Wenn wir wenigstens sprinten könnten. Oder sie einfach an den Hahn packen und hinterher schleifen. Da können sie gar nichts dagegen machen.